Stopp! Wann braucht ihr das mal? Kann euer Hund das? Ich zeige euch heute eine einfache Übung, wie ihr es lernt. Moin, moin! Ja, heute geht es um Stopp, um das Thema Stopp, das Kommando Stopp. Wo brauche ich es? Wann brauche ich es? Meistens in irgendwelchen Gefahrensituationen. Hund rennt Richtung Straße und ich will ihn stoppen. Oder Hund rennt weg und will ich stoppen. Oder ist es irgendwas, was er nicht fressen soll und ich will ihn davon abhalten und habe einen Stopp. Stopp bedeutet Stopp. Der Hund sollte sich im besten Fall nicht mehr bewegen. Bei mir ist es egal, ob das über einen Steh- oder einen Sitz- oder einen Platz erfolgt. Das ist mir wurscht. Hauptsache, der Hund bleibt da, wo er ist. Der soll nicht kommen, der soll einfach da stehen bleiben. Deswegen ist das hier, der Rückruf, teilweise in diesen Situationen schlecht, weil die Gefahr eventuell dadurch verstärkt wird. Weil ich stehe vielleicht ein bisschen blöd und will meinen Hund zurückrufen, der ist an der Straße und es kommt ein Auto noch auf die andere Richtung. Ich will ihn einfach nur, dass er da bleibt. Deswegen, das Stopp ist schon mal ganz wichtig. Ich benutze das Stopp in der Hundegruppe auch, um alle zum Stehen zu bringen. Dass so alle halt mal stehen bleiben und sich keiner mehr bewegt. Wie kann ich das aufbauen? Ich mache das am besten mit Objekten der Begierde. Zum Beispiel einem Ball. So, heute habe ich Sam mitgebracht. Sam ist ein Carne Corso-Mädel. Ich habe einen Ball in der Hand, jetzt spinnen die anderen rum. Carne Corso-Mädel, 11 Jahre alt schon, alte Dame, hat Krebs seit, ich glaube, jetzt sind es 8 Monate inzwischen, ist aber topfit. Na Sam, machst du gut. Mal gucken, ob das klappt mit dir. Die ist absolut ballverrückt. Und ich übe das jetzt mal, oder ich zeige euch das mal, wie ich das am besten aufbaue. Na? Ich schicke sie erstmal weg. Sam, lauf! So, sie denkt jetzt, und lauf! Der Ball fliegt da hinten. Sam! Sam, und super, Sam, fein gemacht. Gesehen? Ich habe angedeutet, dass ich den Ball werfe und Sam ist stehen geblieben. Ja, gib her. Super, fein machst du das. Ich mache es noch mal ein bisschen seitwärts, dass ihr es vielleicht besser seht. Ich schicke sie weg. Sam, komm her, komm. Stopp. Super, so ist fein. Belohnung erfolgt auf dem Fuß. Hund ist stehen geblieben. So sollte es sein. Super, machst du das. Ganze nochmal. Und los. Sie sucht den Ball. Komm hier. Und stopp. Super, so ist fein. Super gemacht hast du das. Ballspielen. Habe ich schon ein Video drüber gemacht, was ich davon halte. In dem Fall benutze ich den Ball aber zum Üben. Funktioniert. Da darf ich es tun. Kein Problem. Super gemacht, Sam. Mein Ball. Mein Ball. So. Jetzt probieren wir mal, ob das Ganze auch ohne Ball funktioniert. Tschapp. Sam, komm. Handbewegung wäre dann diese. Arm nach oben gestreckt. Hund bleibt stehen. Super. Und hast ihn. Super gemacht. Fein gemacht. Und stopp. So ist fein, super Sam. Das baue ich dann natürlich weiter aus in Situationen, wo ich es benutze, draußen auf der Straße, auf dem Hundeplatz, im Park, sodass ich da weiter dran arbeite. Ne? Ich muss dann natürlich das aus Bewegung, aus verschiedenen Situationen üben, damit der Hund auch das Kommando versteht. Das war jetzt so ein Schnellkurs, Crashkurs, einmal kurz, wie mache ich einen Stopp. Aber ihr habt gesehen, das funktioniert super. Bei ihr super. Kann ich natürlich auch mit Futter machen, kann ich mit einem Futterbeutel machen, sodass der Hund lernt, oh, ich bleibe stehen, weil es passiert jetzt irgendwas. Denn das Nächste wäre, ich dehne das Ganze aus. Ne? Ich drehe das Ganze aus, indem ich den Zeitraum verlängere. Sam, guck mal hier. Sam, komm, stopp. Sie wartet jetzt darauf, dass das Kommando kommt. Okay. Belohnung. Auflösungskommando, Belohnung. Hast du klasse gemacht, Sam. Komm, kriegst du auch mal ein paar Leckerlis. Ne, komm hier. Guck mal hier. Super.
Ganz einfach. Ich muss es nur wirklich immer wieder üben und dann natürlich auch aus der Bewegung, wenn der Hund das nicht mitkriegt. Ich muss es aber erstmal so langsam anfangen, ohne Ablenkung, ohne Außenreize. Klappt. Ihr hört die anderen, die sind. Ich habe da ein paar Balljunkies bei. Ich kann sie euch ja mal zeigen. Ja, jetzt habe ich, ich glaube, ihr könnt sie sehen hier unten. Jetzt habe ich Maggie. Maggie ist ein Terrier. Die kennt ihr aus verschiedenen Videos auch schon. Die ist absolut ballbekloppt. Also die ist aus dem ersten Stock gesprungen, weil unten Leute Ball gespielt haben. Also könnt ihr euch vorstellen, wie die zu bellen steht. Ne? Ich probiere das mal mit ihr. Ich habe mit ihr zwar das schon anders geübt, aber ich schau mal. Gucken wir mal. Maggie. Maggie. Maggie, komm her. Stopp. Super, Maggie. Maggie. Stopp! Ja, ihr seht, bei ihr ist das viel schwieriger, weil sie so nervös ist, dass sie immer noch ein Stück rankommt. Das müsste ich jetzt noch weiter aufbauen. Das würde bei ihr aber auch funktionieren. Wird nur etwas länger dauern. Okay. Ja, gesehen? Klappt. Ja, also, eine Übung, die ist nicht ganz so einfach. Man muss punktgenau sein, aber funktioniert. Super. Viel Spaß beim Üben. Jetzt dürft ihr mal einen Ball einsetzen. Ihr dürft auch öfter mit dem Ball spielen. Macht das nur vernünftig. Schönes Wochenende. Stopp.